atomarer Gefechtskopf abgefeuert. Gaming VS Let's Play. Let's go! Heute mit einer weiteren Folge zu Command & Conquer Rivals. Ja, ich habe es jetzt endlich geschafft. Ich habe die Nord-Fraktion freigeschalten und bin mittlerweile auf Level 13. Also, ich bin wirklich sehr, sehr süchtig, meine Freunde. Und bevor ich starte, möchte ich hier erstmal so ein bisschen Werbung hier für meinen Clan machen. Ich bin hier schon mit einem weiteren Teammitglied drin. Kenne ich jetzt persönlich auch nicht, aber wir unterhalten uns hier wirklich sehr gut. Tritt doch einfach hier meiner Allianz bei, die heißt Core Gaming VS, das seht ihr hier oben rechts, und da würde ich mich freuen, wenn wir mal hier so ein paar Leute auseinandernehmen zusammen. Ich habe euch ja versprochen im letzten Video, dass ich euch mal so ein bisschen die Nord-Fraktion dann zeigen werde, wenn es soweit ist, und wir werden jetzt auch direkt mal hier draufklicken und sehen, ich bin noch in der Bronze-Liga. Und das heißt also, wie auch bei der GDI, muss man sich hier hochkämpfen zur Silberliga, Goldliga, Platinliga, Diamantliga, Meisterliga und die Tiberiumliga. So, aber bevor wir jetzt hier anfangen, zeige ich euch erstmal hier die verschiedenen Einheiten und Gebäude in der Hand von Nott. Können wir Militante herstellen, Lasertruppen, Flammentruppen. In der Waffenfabrik haben wir die Nord-Mods, die Buggies, die Scorpion-Panzer. Im Tower haben wir sehr interessante Einheiten, und zwar hier den Venom und den Banshee, die sehen echt geil aus. Und im Tempel von Nord haben wir wirklich krasse Einheiten, die wirklich saustark sind. Und zwar geht's hier los mit dem Witwenmacher, dem Flammenpanzer, dem Rockworm, der richtig abgeht, und dann noch den Cyborg. Als Commander haben wir hier schon freigeschalten einmal den Seth, ja, und zwar Seth Ehrgeiz und Skrupellosigkeit haben ihm eine Position als Kane-Stellvertreter beschert. Er kann ein mächtiger Verbündeter sein, aber andere Nord-Commander täten gut daran, ihm nicht blind zu vertrauen. Und dann last but not least den legendären Kane. Und Kane ist der charismatische Anführer der Bruderschaft von Nott. Seine mächtige und skrupellose Präsenz hat Generationen von Männern und Frauen dazu bewogen, sich seinem Kreuzzug anzuschließen. Obwohl er einen weltweit operierenden Kult und eine paramilitärische Organisation anführt, ist über Kanes Herkunft nur wenig bekannt. Und dieser Obelisk des Lichtes, gefällt mir eigentlich nicht so, da gefällt mir das hier wirklich vom Fest besser. Das ist so eine Drillstation, da graben sich dann nochmal Flammentruppen empor. Aber ich zeige euch das alles jetzt in Action. So, meine Karten habe ich folgendermaßen ausgewählt. Und zwar einmal eben mit dem Seth, mit der Drillstation. Dann einmal mit den Lasertruppen, die sind gut gegen Luft- und Bodeneinheiten. Die Flammentruppen sind wirklich saustark, also extrem stark gegen Infanterieeinheiten. Also wirklich richtig heftig. Ja, diese Nord-Mods, die benutze ich dann eigentlich eher so als Bauernopfer. Sind eigentlich überhaupt nicht stark, aber haben relativ viel Gesundheit. Dann der Flammenpanzer, der hat wirklich, also wie auch die Flammentruppen, also abartig gegen Bodeneinheiten, damit meine ich wirklich Infanterie, und gegen andere Bodeneinheiten wie eben Fahrzeuge oder so hat es eben keine gute Chance. So, weiter geht es mit dem Rockworm, der ist auch wirklich ein abartiger Kämpfer und saustark gegen Fahrzeuge. Was steht denn hier drauf? Der auf der Technologie des berüchtigten Montauk-Untergrundtransporters basierende Rockworm ist ein Symbol für die moderne Grabungstechnologie der Bruderschaft von Nott. Dank seiner enormen Größe und seiner rasiermesserscharfen Zähne kann der Rockworm selbst die schwersten GDI-Panzer in Sekundenschnelle zerstören.
Und das ist wirklich so, also der kriegt sich dann am Boden entlang, ist wirklich sehr, sehr langsam, das steht hier auch bei Geschwindigkeit, aber fucking stark. Und dieser Cyborg, ja, das ist so ein Mittelklasse, ja, Infanterieeinheit eigentlich und ja, habe ich jetzt halt mal drin, finde ich jetzt nicht so cool, aber werde ich euch auf jeden Fall zeigen. Wir gehen jetzt hier mal in die tägliche Schlacht und schauen mal, ob ich jetzt gegen GDI oder gegen eine andere Not-Fraktion kämpfen werde. Also Not-Fraktion gegen Not-Fraktion, okay. So. 3, 2, 1, neues Ziel. Also ich fange jetzt hier auch mal direkt an, den Sammler vorzuschicken. So, einen Lasertrupp lasse ich auch schon mal raus. Einfach nur mal, um zu gucken, was der Gegner so für Einheiten platzieren wird. Oh, scheiße, weg hier. Der hat die Flammtrupps. Alles klar. Ah, der kommt jetzt rüber auf jeden Fall. Einheit verloren. Na gut. Ich warte noch, ich möchte erst den Tempel von Not freischalten, weil ich spare mir noch diese 60 Tiberium-Diamanten für den weiteren Sammler, dass ich erstmal hier starke Einheiten erstellen kann. Und zur Not lasse ich ihn jetzt auch mal die erste Runde gewinnen, aber ihr werdet sehen, meine Taktik wird aufgehen. Einheit bereit. So Leute, und jetzt mache ich euch fertig. Die haben nämlich keine Chance. Und die Runde geht an mich. Ah, ist das geil. Oh, das ist natürlich nicht so gut. Wir holen jetzt sofort den Rockworm. Einheit bereit. Raketenstart abgebrochen. Einheit verloren. Atomrakete. Schade. Beträchtlicher struktureller Schaden gemeldet. Ach du Scheiße, die Atomrakete ging ja gar nicht los. Ha, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. What the fuck? So, aber ihr seht schon, wie der Rockworm hier durchdreht. Einheit verloren. Einheit bereit. So, jetzt müssen wir hier doppelt gemoppelt arbeiten. Oh je, ich glaube, das wird nichts. Ich habe jetzt voll cool gemacht, meine Freunde. Das ist voll der Fail. Scheiße. Einheit verloren. Einheit bereit. Ich versuche jetzt nur noch mit diesen Rockworms hier zu arbeiten. Sehr schön. Einheit bereit. Da greift der Arsch unsere Basis an. Ich glaub's einfach nicht. Dieser kleine Pisser. Unsere Basis wird angegriffen. Einheit Scheiße. Bereit. Oh, was für ein Fail. Oh, was für ein Fail. Der fickt mich. Okay, meine Freunde, so kann das auf jeden Fall auch gehen, ja? Ihr habt gesehen, also Not, nicht schlecht und ich habe mich hier mega abzocken lassen. Das lasse ich auf jeden Fall nicht auf mir sitzen. Wir machen hier direkt eine neue Runde. What the fuck is going on in here? Alter. Schlachtfeldkontrolle. Ich habe das irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt, dass die Rakete doch nicht losgegangen ist, die erste. Das war jetzt, oh Mann, es passieren immer so viele Sachen manchmal, wo ich mir denke so... Okay, was war denn das jetzt für eine Aktion? Ah, so ein Fail. Einheit bereit. So, meine Lasertruppen sind jetzt natürlich stärker gegen seine. Not, wie heißen die? Diese Not-Buggies da. Also ich sehe schon, er geht direkt auf Fahrzeuge. Ja,
Ah, das war jetzt ein fucking Fail, ey. Ich dreh durch. Was für eine Scheiße war denn das gerade? So, schauen wir mal. Haben wir hier schon irgendeine Info? Okay, gut. Einheit bereit. So, jetzt dürften wir es doch irgendwie hinkriegen, oder? Also nochmal der Rockworm. Scheiße, Mann, war das ein Fail. Das war ein Fail, ey. Leck mir am Arsch. Jawohl. Geh ab. Einheit bereit. So, jetzt müsste ich es auf jeden Fall hinhauen, meine Freunde. Also dieses Mal kriege ich das echt hin. Das war jetzt vorhin. Oh mein Gott, wie peinlich. Das war ja voll der fucking Fail. So, jetzt habe ich alle drei Stellen besetzt. Natürlich weiß ich, dass die ganz rechte jetzt einfach nur sporadisch ist, um ein bisschen Druck aufzubauen. Einheit verloren. So, jetzt habe ich natürlich hier aus taktischen Gründen auch gleich die Flammentrupps eingesetzt. Die werden jetzt zwar nicht viel bewirken, aber sei es drum. Einheit bereit. Einheit verloren. So, und die Runde ging auf jeden Fall an mich, meine Freunde. Yes! Atomrakete abgefeuert. So, ihr seht schon, also man kann hier wirklich mit der Not auch seinen Spaß haben. Was mir hier halt gefällt, ist, dass es so außergewöhnliche Einheiten sind. Und ja, es sieht halt ein bisschen anders aus, wenn man kämpft auf jeden Fall. Also, ich kann jetzt wirklich nicht sagen, welche Fraktion mir besser gefällt. Auf jeden Fall ist die Not auf jeden Fall nicht schlecht. Und ja, ich hätte jetzt echt nochmal Bock auf eine Runde, meine Freunde. Komm, hauen wir nochmal rein. Und bei der GDI bin ich jetzt auch kurz vor Gold. Also das ist auch wirklich wow. Aber es wird sau schwer, meine Freunde. Sau schwer, wirklich. Also, kann man gar nicht beschreiben. Manchmal hängt man schon da total frustriert und denkt sich dann so, what? Neues Ziel erhalten. So, also wir fangen wieder an mit dem Sammler. Einheit bereit. So, der Gegner macht noch nichts. Das ist auch so eine Taktik, dass sich viele zurückziehen und im linken oberen Bereich dann, wo der Schatten des Krieges noch lauert, wo man nichts reinsehen kann, dann eben schon mal dementsprechend vorbereitet und dann so einen Blitzkrieg startet. So, bevor ich jetzt hier... Okay, der geht hier drauf, das passt. Gebäude online. Laser Squad, ready for taking position. We'll hit them with precision. Okay, Freunde, bleibt einfach hier. Einheit bereit. Jetzt hat er mich abgelenkt. Er hat mich abgelenkt. Ich glaub's gar nicht. Aber wir haben den Start verhindert und übernehmen jetzt, meine Freunde. Einheit bereit. Nein! Einheit verloren. Ah, doch. Atomarer Gefechtskopf abgebrochen. Ey, nein, was war denn jetzt schon wieder? Ey, ich dreh wieder durch. Ich habe wieder nicht aufgepasst und habe mich irgendwie verschicken lassen. Ich habe mich hier verdrückt. Ey, so eine Kacke. Und das natürlich wieder beim Aufnehmen. Hört sich natürlich wieder an wie so eine fucking Ausrede. Sammler bereit. Jawohl. Flippt aus, geht ab.
Einheit verloren. For the crystal. Einheit verloren. Einheit bereit. So, ich hoffe, das funktioniert Einheit jetzt. Verloren. Einheit bereit. So, ich glaube, das sieht jetzt besser aus. Ah, man muss hier immer so aufpassen. Also, naja, es war ja klar, dass die jetzt mit so einer Scheiße kommen. Jawohl, das sieht aber gut aus. Atomwaffe abgefeuert. Einheit verloren. Jawohl, jawohl, jawohl. Ich feier. Einheit verloren. Einheit bereit. Komm schon, wir sind nämlich gut gegen Infanterie. Diese Flammenpanzer. Jawohl, das war ein Fehler. So, und die Runde geht ganz klar an mich. Habe ich dich auseinandergenommen, mein Freund? So, Death Rides. Was ist auch das für ein Name? So, hier, Death Rides. Death in deinen Rides rein jetzt hier. So. Ne, hier. Hier. Belohnung freischalten und so, ne? Belohnung erhalten. So. Und jetzt würde ich vorschlagen, last but not least, meine Freunde, eine GDI-Schlacht. Ich habe immer noch dieses Deck, ich habe das irgendwie für mich entdeckt, also es läuft wirklich saugut damit. Und ich habe hier schon meine Einheiten wirklich krass hochleveln können. Und hier ist es wirklich skrupellos. Also wenn du hier Fehler machst, also so wie ich gerade spiele, wird das wohl nichts. Neues Ziel erhalten. Aber wir versuchen natürlich jetzt unser Bestes. Einheit bereit. Jawohl. Da habe ich schon mal gut geschätzt. Einheit bereit. Dass er hier gleich auf Flug oder auf Verteidigung online. So, ich versuche jetzt mal ein bisschen hier Hektik reinzubringen. Boah, jetzt geht da aber ab hier. Verteidigung verloren. Einheit bereit. Ich unterstütze ihn zur Sicherheit nochmal. Gebäude online. Jawohl. Und hier werde ich dann nachher mit dem Wolverine dann abgehen. Atomrakete abgefeuert. Einheit verloren. Einheit bereit. Jawohl, perfekt. Der ist auch gut gegen Infanterie, ihr seht. Keine Chance, keine Chance. So, meine Freunde, ihr seid am Arsch. Verteidigung online. So, ich baue nochmal gleich einen Wolverine hinterher. Oh, Stichwort. Verteidigung verloren. Okay, das wird jetzt schwer, das wird jetzt schwer. Ich muss jetzt umswitchen. Und zwar hier auf die Gebietstruppen. Verteidigung online. Boah, jetzt hatte ich aber Glück.
Jetzt hatte ich aber Glück. Raketenstart abgebrochen. Einheit bereit. Oh fuck ey, das wird jetzt so behindert. Einheit verloren. Nein! Einheit bereit. Verteidigung online. Ja, ja, ja. Ha, ha. Ha, du Kick. Es ist auch immer wichtig, jemanden so den Weg zu versperren, wie gerade eben. Und das hat jetzt wirklich sehr gut funktioniert, meine Freunde. Yes. Nice. Auftrag abgeschlossen. So, und wieder hier eine Belohnung abholen. So, jetzt muss ich nur noch zweimal den Talon bauen. Und dann kriege ich hier schon hier meine goldene Kiste. Yo. Das war's eigentlich mit diesem heutigen Video. Wollt ihr mehr Command & Conquer Videos sehen? Das ist jetzt nämlich schon das dritte. Dann schreibt es doch bitte in die Kommentare. Ich versuche mich gerade auch ein bisschen so im Livestreaming, aber da muss ich noch einen Weg finden, wie ich das so am besten umsetze. Und da werden dann aber auf jeden Fall Infos auf diesem Kanal dann folgen, meine Freunde. Mein Name ist CoreGamingVS. Let's play, let's go. Bis zum nächsten Mal.